Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Ich sehe ein bisschen komisch aus, aber egal. Heute geht es um meine September-Favoriten. Ich weiß, ich habe vor kurzem erst mein August-Favoriten-Video hochgeladen, aber who cares? Es ist einfach wirklich das allergeilste Format. Also ganz ehrlich, ich zeige euch die perfekten Produkte für mich. Und ihr freut euch darüber und könnt sie nachkaufen. Ist das nicht klasse? Ich finde das toll. Okay, also fangen wir gleich mal an. Ich muss euch wirklich mal das hier zeigen. Das ist nicht bezahlt. Ihr könnt aber gerne meinen Code nutzen, den sage ich euch gleich. Und zwar ihr Puder. Der The Must Have. Das ist das perfekte Priming Spray. Also wirklich, es ist so genial. Das bereitet eure Haut nochmal vor Make-up. Und es gibt einfach so ein wunderschönes kühlendes Gefühl, verleiht nochmal ein bisschen Feuchtigkeit vor dem Make-up. Also es ist wirklich so genial. Ihr seht, es ist schon wirklich gut aufgebraucht. Es ist absolut, oh mein Gott, ich liebe das. Ihr könnt gerne Glow Julaine, meinen Code, nutzen, um ein paar Prozente noch zu sparen. Das ist ein Affiliate-Code. Ich packe euch auf jeden Fall auch einen Link unten in die Infobox. Da findet ihr das Produkt auch verlinkt. So wie alle anderen Produkte natürlich auch. Das ist ein Affiliate-Code, also ich verdiene etwas darüber, wenn ihr über diesen Code einkaufen solltet. Falls euch das aber interessieren sollte, ich liebe ihr Puder wirklich und ich kann euch die Sachen wirklich, wirklich empfehlen. Ich habe auch ein Reel hochgeladen über meine Skincare-Produkte, die ich mit hatte in meinem Urlaub jetzt. Ich bin gestern wieder zurückgekommen, ich war ein paar Tage weg und genau. Also das ist wirklich, also Yepoda-Produkte sind wirklich die Produkte, die ich am meisten mit benutze. Und natürlich auch, ich habe euch das vor kurzem erst in einem Video vorgestellt, Plants Are Purple. Tatsächlich, ich liebe den Glow Glancing Balm, oh mein Gott, ich liebe ihn wirklich. Und diese Foundation, oh mein Gott, ich liebe diese Foundation. Ich trage die auch tatsächlich heute mal wieder. Die ist so genial. Ich hoffe, die Belichtung stimmt heute besser als beim letzten Video, aber ist egal. Ich habe die euch schon mal vorgestellt. Das ist wirklich aus der Kooperation mit Plants Are Purple mein absolutes Lieblingsprodukt von allen Sachen, die ich ausgetestet habe. Ich habe zwei Farben. Einmal die Farbe Golden Natural und einmal die Farbe Amber. Die ist ein bisschen dunkler und die ist ein bisschen heller und gelblicher. Total toll. Funktioniert für mich absolut super. Ihr wisst, ich liebe auch die Typology Tinted Moisturizer Foundation Gedöns. Aber das hier ist nochmal eine Spur besser. Muss ich echt sagen. Also sowas von genial. Ich liebe dieses Produkt. Des Weiteren komme ich zu einem relativ neuen Produkt, was ich für mich entdeckt habe. Und zwar ist das von NARS, der Eye Brightener. Oder der Light Reflecting Eye Brightener. Ihr seht das in meinem neuen Reel. Ich habe das benutzt und habe euch mal den Unterschied gezeigt, was es bei mir macht. Das ist die Farbe Night Swan. Der ist so schön. Der hat so eine tolle Textur. Super leicht und in den Augen. Gibt einfach einen leichten Glow. Ist mega, mega, mega gut. Ich liebe den tatsächlich sehr. Gibt es in einigen Farben. Ich habe jetzt hier die hellste. Ich finde die Farbrange okay, aber auch nicht besonders super. Ich finde die Farbe gerade für mich noch sehr gut, aber wenn ihr heller seid als ich, lasst es. Kauft euch den nicht, dann kauft euch lieber den von Rare Beauty, sage ich euch ehrlich. Weil dann habt ihr einfach da auch keinen Effekt, muss ich wirklich sagen. Also die Farbrange könnte noch ein bisschen besser sein, to be honest. Also eine Shade heller hat es auf jeden Fall noch gebraucht. Aber trotzdem ist es ein tolles Produkt, hinterlässt ein tolles Finish, hält die Augenpartie super, super gut auf und ja, sieht einfach mega gut aus, auch ohne Concealer tatsächlich. Kommen wir zu einem Produkt, was ich wirklich, wirklich lieben gelernt habe. Und zwar sind es die Duo Sticks von Cass Berlin. Ich habe hier zwei stellvertretend für die Farben auch nur. Ich habe hier dieses neue Packaging, also das ist dieses Refillable Packaging. Das ist jetzt neu. Davon habe ich auch nur einen. Ich habe sonst die alte Verpackung noch hier. Und zwar habe ich hier die zwei Farben, die zwei neueren Farben. Die Farbe Flirt liebe ich. Die Farbe Berries liebe ich. Und die Farbe Bronze, oh mein Gott, das ist also wirklich. Die Farbe Bronze hat es mir unglaublich angetan. Das trage ich auch heute wieder. Ihr seht es in meinem neuen Reel. Das ist dieses bräunliche. Ich habe euch die Farben alle gezeigt in meinem Full Face of Cass Berlin, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und in meinem neuen Reel benutze ich, wie gesagt, die. Da seht ihr die, wie ich die dann auftrage. Heute die Farbe Bronze aufgetragen, ist einfach so, so,
so schön. Also ich liebe die tatsächlich sehr. Ich finde das neue Packaging super, super gut. Ihr spart dadurch wirklich, wirklich viel Plastik tatsächlich. Und die Farbe Flirt ist für diesen Strawberry-Make-up-Trend sowas von genial. Also absolute Kaufempfehlung, richtig gut. Kommen wir zu den Augen und da bin ich ein bisschen traurig, weil ich habe euch das schon mal gezeigt. Das ist von Victoria Beckham, der Lit Luster in der Farbe Honey. Und mir ist der leider runtergefallen und ich habe ihn jetzt wieder reingepresst. Das ist wieder reingepresst, aber es tut mir so weh in der Seele, dass der jetzt so ein bisschen bröckelig ist. Das ist auf jeden Fall das absolut perfekteste, der perfekteste Topcoat. Den trage ich auch heute für die Augen. Es ist so, so wunderschön. Vor allem für diesen Cinnamon Spice Girl Make-up Trend oder für diesen Latte Make-up Trend oder Espresso Make-up Trend. Es ist im Prinzip alles ein Bronzy Smoky Eye, let's be real, mit verschiedenen Untertönen. Aber es ist trotzdem einfach ein perfekter Look. Also so, 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 so wunderschön. Wirklich Wahnsinn. Ich liebe den tatsächlich sehr. Kommen wir zu einem weiteren Augenprodukt, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Und zwar von Hourglass The Warrior Eyeshadow Stick. Den zeige ich euch in meinem letzten Get Ready With Me und in dem Herbst-Make-up-Tutorial, was ich euch hochgeladen habe. Das ist so ein toller, toller Kupferton. Der ist so, so, so schön. Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Seht ihr das? Oh mein Gott. Das ist so eine geniale Farbe. Ich liebe den wirklich über alles. Es ist ein tolles, tolles, tolles Produkt. Wirklich. Der lässt sich toll, toll ausblenden. Der lässt sich toll auftragen. Super easy, super schnell. Setzt sich und bleibt den ganzen Tag einfach auf den Augen. Und es sieht von morgens bis abends einfach wunderschön aus. Ich liebe den gerade für den Alltag. Es geht so fix. Das ist wirklich so genial für den Alltag gemacht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich muss auf jeden Fall mal auf die Suche gehen nach einer günstigen Alternative. Weil Dupe darf man ja nicht mehr sagen. Nach einer günstigen Alternative aus der Drogerie, damit ihr nicht den vollen Preis für das Ganze bezahlen müsst. Aber er lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein tolles Produkt, wirklich wahr. Genauso wie dieses hier. Und zwar ist das von Hourglass, der dieser Phantom Volumizing Lip Gloss Balm. Keine Ahnung, wie hieß denn das Ding? I don't know. Die Farbe Mist. Es ist unfassbar schön. Ich werde euch auf jeden Fall die Tage nochmal ein Reel bzw. einen YouTube-Short hier hochladen mit verschiedenen Lippenkombinationen. Und das ist auf jeden Fall eine, die dabei sein wird. In Kombination mit dem Lip Liner von Makeup Factory in der Farbe 30. Das ist echt, also ihr seht, wie klein der geworden ist. Das ist die normale Größe. Also ihr seht, das ist weniger als die Hälfte, was da noch dran ist. Das ist wirklich der perfekte New Tone. Also wirklich so ein leichtes, bräunliches Mauve in Zusammenarbeit mit dem... Ach, das ergänzt sich so toll. Schaut mal dahin. Das ist eine so wunderschöne Kombination. Oh mein Gott, ich liebe das. Kommen wir zu dem Produkt, was ich diesen Monat am allerhäufigsten benutzt habe. Und zwar ist das... Diese Palette, oh mein Gott, ich liebe sie. Das ist die Hourglass Leopard Holiday Palette. Also das ist die Holiday Limited Edition von Hourglass. Das ist eine Palette von den vielen. Das ist die Leopardenverpackung und auch die Leopardenpalette. Mit drei Blushes, einem Highlighter, einem Bronzer und einem Setting Powder. Und das ist die Lighting Added Unlocked Leopard Palette. Genau. Wie schön ist die? Wie wunderschön ist die? Ich habe da draus... Ich habe dafür auch einen Reel gefilmt. Ich glaube, das ist auch ein YouTube-Short. Das müsste jetzt schon online sein. Also könnt ihr gerne, gerne vorbeigucken. Das ist also wirklich... Ich swatch euch die Farben mal. Oh mein Gott. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wie... Ich mache das mal hier vorne. Wie wunderschön diese Palette ist. Oh mein Gott. Es lässt sich wirklich bescheiden swatchen, sagen wir es mal so. Aber es lässt sich wirklich toll auftragen. Ich habe das für Augen-Make-up und für mein Face-Make-up benutzt. Es ist wirklich eine tolle, tolle Palette. Ein super Allrounder. Liebe ich über alles. Ist wirklich abgöttisch. Ich lieb's. Und die
Was ich auch momentan abgöttisch liebe, ist wirklich die Natasha Denona I Need a Nude Palette. Ich habe dazu ein komplettes Video. Ich habe dazu auch ein Reel noch abgefilmt für euch. Es ist und bleibt einfach die perfekte Palette für mich. Perfekte Alltags-Allround-Palette. Es ist die perfekte Palette für mein Bridal-Make-up. Ich glaube, ich werde da draus auf jeden Fall auch meinen Make-up-Look für meine Hochzeit schminken. Also es ist wirklich... Ich liebe sie. Oh mein Gott, ich liebe die wirklich sehr. Und was mir auch in diesem Monat sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, ist von Cass Berlin. Den habe ich übrigens auch in dem Full Face of Cass getragen. Das ist die Farbe Chocolate Nude von den Lippenstiften. Also das ist der perfekte Ton für den Herbst. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist so ein kühles, aber dennoch irgendwie warmes Braun. Es ist muted, also es ist wirklich noch ein Nude-Ton, der ins Bräunliche geht. Es ist der absolute Wahnsinn. In Kombination mit dem Little Lip Liner von MAC in der Farbe Strip Down bzw. Whirl. Sieht auch sehr schön aus damit. Oder die Farbe Bianca von Kaya Cosmetics. Sieht auch sehr, sehr schön aus dazu. Ich trage den in meinem Cinnamon Spice Make-up Look, Real, Short, wie auch immer. Mal sehen, ob ich das auch hier hochlade. Schaut gerne auf Instagram vorbei, da seht ihr es auf jeden Fall. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt und ich bin unfassbar hyped darüber. Und tatsächlich, ich liebe Cass wirklich sehr. Also ich weiß nicht, Cass hat es mir wirklich angetan, muss ich wirklich sagen. Okay. Das war mein kurzes Video zu meinen Favoriten. Ich musste tatsächlich jetzt relativ schnell noch ein Video filmen. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen abgehetzt, aber vielleicht ist es besser als gar kein Video. I hope. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Falls das der Fall sein sollte, gebt mir im Video gerne einen Daumen nach oben und folgt mir gerne für mehr. Das nächste Video wird wieder ein bisschen entspannter und ein bisschen ausführlicher als das jetzt. Ich werde auch nochmal ein Herbst-Must-Have-Video drehen. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal einige Produkte aufgreifen und darüber nochmal ein bisschen mehr berichten und die euch auch in Action zeigen. Genau, deswegen würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao!